Moin Leute, ich habe hier das Paket vom neuen Amazon Fire TV Stick in der Hand. Das ist die jüngste Generation, die ist jetzt gerade rausgekommen, habe ich mir gleich bestellt. Und in dem Video, ein Unboxing werde ich nicht machen, das ist dann doch ein bisschen zu unspektakulär, möchte ich eigentlich euch nur mal kurz den kleinen Unterschied zeigen zum Fire TV Stick der ersten Generation und sozusagen der aktuelle. Ne? Was ist denn der Unterschied? Lohnt sich denn diese Neuanschaffung, wenn man schon einen alten Fire TV Stick hat, und überhaupt, was bringt denn der ganze Kram? Und dann zeige ich euch das gleiche nochmal hier auf der anderen Seite an meinem Monitor, ob sich da so von der Performance oder was verändert hat. Damit ihr das mal so im Detail seht. Wie gesagt, ich habe den, das ist der Fire TV Stick von der ersten Stunde, als der rausgekommen ist, den habe ich dann sofort damals benutzt gehabt. Also der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und seht ihr mal so im Vergleich, also das hier ist der alte, der kleine. So. Ich hoffe, man sieht das. Also er ist schon etwas kleiner. Ja. Auch von der Länge her sieht man, ja. Der hier unten, das ist der neue Fire TV Stick, der ist auf jeden Fall ein wenig länger. HDMI ist das gleiche, daran hat sich nichts getan. Ansonsten wird es auch beides wieder mit Micro-USB betrieben. Und ansonsten war es das optisch eigentlich schon. Ne? Also gewichtstechnisch, der alte wiegt 25 Gramm, der neue wiegt 32 Gramm, also auch jetzt, sag ich mal, zu vernachlässigen. Aber wie ist es denn mit den Specs, die da drinne stecken? Was, glaube ich, so die interessanteste Änderung ist, ist, dass jetzt hier wohl irgendwie so ein Quad-Core-Prozessor drinne ist, ja, der die Sache dann noch geschmeidiger machen soll. Wobei es, ja, braucht man sowas? Ja, ich dachte dann aber auch wenigstens, okay, wenn da jetzt eine neue CPU drin ist, dann kann man wenigstens der neue Fire TV Stick auch 4K abspielen. Leider nicht. Also das, da ist man auch weiterhin an 1080p gekoppelt. Das ist sehr schade. Wird aber wahrscheinlich für die meisten Leute von euch, die keinen 4K-Fernseher haben, eh kein Thema sein. Also ich habe auch nur einen 1080p-Fernseher und mich juckt das auch mit 4K noch nicht so wirklich. Ja, was dann natürlich aber interessant ist, also ich habe ja auch ursprünglich mal den Amazon Fire TV gehabt, also diese Setup-Box, die ein bisschen größer war, wo auch ein bisschen schnellerer CPU und sowas drin war. Da hatte man natürlich schon gerade beim Starten einen Unterschied gemerkt, wie schnell ein Fire TV-Stick startet und wie schnell, sage ich mal, so eine Fire TV-Box startet. Das war auf jeden Fall ein Thema. Das Ding hat natürlich auch ein bisschen mehr Strom verbraucht. Hier an der Stelle noch der Hinweis, also wenn ihr das irgendwie an einem Fernseher betreibt, es gibt ja manche Fernseher, die haben auch schon, sag ich mal, so ein HDMI-Anschluss, wo auch Strom drüber läuft, ne? Also wo dann auch richtige Spannung dahinter liegt und Stromstärke. Ihr braucht mindestens 1 Ampere, damit dieses Ding wirklich überhaupt startet. Also ich habe bei mir an meinem Fernseher, da habe ich ein paar HDMI-Stecker, wo nur 0,5 Ampere rauskommen. Ne, USB, was sag ich denn, HDMI? USB-Stecker, ne? Da braucht ihr mindestens 1 Ampere. Und ich habe welche mit 0,5 Ampere, da startet weder der alte noch der neue Fire TV-Stick. Wenn ihr einen 1 Ampere habt, dann könnt ihr das problemlos machen. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, hier eh an meinem Schreibtisch, habe ich eh genug Stromstecker und Netzteile und sonst was. Und das zeige ich euch dann auch gleich. Ich möchte nur noch mal kurz auf die Fernbedienung eingehen. Ich habe jetzt leider nicht die alte mehr da. Die ist verschollen bei unserem Umzug, beziehungsweise die hat meine Tochter verschlammt. Ich möchte euch nur kurz die neue Fernbedienung zeigen. Das ist nämlich die jetzt, also das mit Sprachsteuerung, das kannte man vorher ja auch schon. Ne? Also wenn man eine Fire TV hatte, da hatte die Fernbedienung auch schon diese Sprachsteuerung, nur bei dem günstigen Fire TV Stick, da gab es diese Sprachsteuerung nichts. Also da wurde im Prinzip war dann dieses obere Teil abgeschnitten. Jetzt ist hier das drinne, hier ist wohl auch Alexa mit verbaut. Ich sage aber gleich, das ist jetzt nicht Alexa wie mit dem Echo Dot oder dem Echo, dass ihr da jetzt einfach reinreden könnt und er antwortet und reagiert drauf. Nein, ihr müsst auch weiterhin hier, sage ich mal, draufdrücken, um sozusagen den Sprachassistenten zu aktivieren. Und dann könnt ihr reinreden. Und was halt wohl das ganz Schöne sein soll, also das sind jetzt nicht die üblichen Alexa-Funktionen, sondern man kann damit zum Beispiel dann auch einfach sagen, dass ich spiele mir Preacher Staffel 1 ab oder sowas. Ja. Und dann durchsucht der Amazon Instant Video, aber was er wohl auch macht, er durchsucht wohl auch andere Apps. Also wenn ich da zum Beispiel auch die Netflix-App installiert habe, dann kann ich damit dann auch, sage ich mal, Content von Netflix durchsuchen. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Das werde ich bei Gelegenheit jetzt auch nochmal austesten. Aber ich will jetzt gar nicht weiter reden. Ich drehe jetzt mal die Kamera um und dann zeige ich euch einfach mal meinen Bildschirm, der hier dahinter ist. Und dann stecke ich mal die beiden Fire TV Sticks hier so in so einen HDMI-USB-Hub, dass ihr das mal sehen könnt. Und dann seht ihr mal, wie schnell das Ding wirklich startet und ob sich, sage ich mal, dieser
diese Neuanschaffung lohnt oder nicht. Bis gleich. Ja, da wäre ich auch schon wieder. Ihr seht, mein Monitor hier am Rechner hat gerade kein Signal. Das liegt daran, dass da noch nichts drin steckt, beziehungsweise es steckt was drin. Hier sind die beiden Fire TV Sticks, die haben aber natürlich noch keinen Strom. Und was ich jetzt einfach mal machen werde, ich habe hier so meine Stoppuhr und die werde ich gleich mal mitlaufen lassen. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt einfach mal bei dem alten Fire TV Stick hier Strom reingeben und dann gucken wir mal, wie schnell wir auf der Oberfläche sind. Na komm, du willst es doch auch. Na, ich freue mich schon. So, starten. So, jetzt gucken wir doch mal. Er startet. Also das Starten geht meistens ja relativ fix. Die Frage ist dann, wann dann auf der Oberfläche die komplett geladen ist und man sie dann auch, sage ich mal, steuern kann. Fire TV Stick. Drei Sekunden. Ja, in der Vergangenheit war das eh mit meinem Fernseher gekoppelt, da war es dann eh egal, da ist dann in der Fernseher angegangen und hat dann auch der Fire TV Stick gebootet, aber jetzt bin ich jetzt hier an meinem Rechner. So, Startseite wird geladen. Und ihr seht, ich kann da schon was steuern. Da haben wir jetzt rund 45 Sekunden waren das jetzt. Okay, die Startseite lädt noch. An der Stelle noch der Hinweis, was ich vorhin noch vergessen hatte. Ja, der neue Fire TV Stick hat jetzt auch ein bisschen besseres WLAN. So, jetzt haben wir rund eine Minute und dann ist das Ding geladen und alle Seiten aufgerufen. So, mache ich schon mal Stopp. Dann seht ihr mal, also rund eine Minute und dann ist der alte Fire TV Stick einsatzbereit. Löschen. So, ziehe ich jetzt einfach mal wieder raus. Adieu Bild. Und steckt das jetzt sozusagen in den neuen Fire TV Stick rein. Und starten. Und dann schauen wir mal, wie lange er dann braucht. Also nur, dass ihr jetzt Bescheid wisst, das Ding hängt jetzt gerade an einem 2 Ampere Stecker. Das eigentliche Netzteil braucht nur 5 Watt, also so viel Strom braucht das Ding gar nicht. Aber gucken wir mal, wie lange der neue Stick jetzt zum Starten braucht. So, Kopf an Kopf rennen, 30 Sekunden, ja, ihr seht, das ist jetzt nicht wirklich viel schneller, ne? Neue Generation hin oder her, na, gut, ihr seht jetzt schon, hier ist die etwas neue Oberfläche, aber das ist, im Prinzip hat das jetzt auch 45 Sekunden gedauert. Und ja, nennen wir es mal ein paar Sekunden schneller. Das kann jetzt natürlich an der neuen Oberfläche liegen oder nicht. Aber ihr seht, das gibt sich nicht so wirklich viel. Ne? Und das ist halt einfach die Sache. Neuere Generation, ja. Trotzdem 4K gibt es nicht. Und hier stoppen wir einfach mal. Und ja, also ihr werdet, wenn ihr einen alten Fire TV Stick habt, dann braucht ihr den neuen nicht wirklich. Ich habe ihn mir nur gekauft, weil ich eh eine neue Fernbedienung brauche und das dann gleich in die Hand genommen habe. Aber ansonsten seht ihr von der Performance, das gibt sich nicht so viel. Es wird noch interessant sein. Ich meine, ihr seht jetzt hier die neue Oberfläche, ne? Die auf dem, ich mache jetzt mal spaßeshalber, gehen wir dann auch nochmal dem anderen Fire TV Stick Strom, damit wir mal sich den Oberflächen hin und her switchen können. Also nicht wundern. Ist nämlich ganz interessant zu sehen. Also der neue, also der alte Fire TV Stick, der soll wohl auch diese neue Oberfläche bekommen, aber da muss man wohl auch erst noch ein Update durchführen. So, jetzt gucken wir gleich mal, damit ihr das einfach mal wieder sehen könnt. Gut, der muss jetzt auch erstmal hochfahren. Dann switche ich so lange nochmal auf die andere Oberfläche, sozusagen den neuen Fire TV Stick. Also wer einen Apple TV hat oder sowas, dem kommt das alles sehr bekannt vor. Oder wer allein Netflix kennt, dem kommt das auch durchaus bekannt vor. Und, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt auch beide weiterhin mit der Amazon Fire TV App steuern. Das mache ich meistens, wenn ich meine Fernbedienung wieder verlegt habe. Und ja, ansonsten von den Funktionalitäten gibt es eigentlich nicht so viel. Also ich werde jetzt hier im Anschluss gleich nochmal ein Video machen und hier nämlich Kodi installieren, weil nämlich auf meinem alten Fire TV Stick habe ich nämlich Kodi installiert gehabt und da werde ich jetzt gleich im Anschluss noch ein Video aufnehmen, wie man hier Kodi installiert. Na komm, ich will jetzt eigentlich nur noch einmal kurz die alte Oberfläche zeigen, damit ihr das mal im Vergleich seht. Na komm.
Die Tücken des HDMI-Hubs. Ja, also ihr seht, das hier ist die alte Oberfläche und das ist die neue Oberfläche. Ne? Ist wieder Geschmackssache. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich mit der neuen Oberfläche noch nicht beschäftigt, aber an der Stelle höre ich jetzt auf. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen oder interessant war, würde ich mich über einen Daumen freuen und ich nehme jetzt mal das nächste Video auf. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.